In Greiz-Karlsruhe ist die Landesstraße in Höhe Neue Steige zwischen Schöllbrunn und Spessart wegen eines Unfalls in beide Richtungen gesperrt. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig. Alle Infos zu den Straßen finden Sie auch im Internet auf swr4.de. Kommen Sie überall an. Das Wetter. So, jetzt der Abend bleibt trocken, im Laufe der Nacht lockert es teilweise auf. Dörtlich entstehen Nebel. Die Temperaturen gehen auf 5 bis 2 Grad zurück. Morgen zeigt sich neben vielen Wolken auch ab und zu die Sonne. Die Höchstwerte liegen im Alzeyer Hügelland bei 8, an Rhein und Nahe bei 10 Grad. Der Wind weht schwach aus meist nördlicher Richtung. Am Wochenende folgen teils frostige Nächte, tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Meist bleibt es trocken. Klartext. Mit Thomas Mayer. Guten Abend und herzlich willkommen aus der vollbesetzten Rheinfelshalle im Samstagabend. Im Schatten der Lotterei, würde ich sagen, aber es ist ja schon ohne. Thema heute in SWR 4 Klartext. Kliniksterben, wie geht es weiter mit den Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel? Es ist rappelvoll hier, ich sehe Transparente, Loreley-Kliniken müssen bleiben. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, der hat verloren. Rendite, Rendite, was zählt der Mensch, nur um ein paar zu nennen. Banken retten, Kliniken sterben lassen. Also wir können sie nicht alle aufzählen. Die Wellen schlagen hoch hier in der Region. Vor knapp 2 Wochen hat die Mehrheitsgesellschafterin Marienhaus Holding GmbH in Waldbreitbach, den Städten St. Goar und Oberwesel sowie der Verbandsgemeinde, die alle drei zusammen 45% an den Kliniken halten, dies mitgeteilt. Die beiden Krankenhäuser mit 85 und 110 Betten sollen demnach zum Jahresende bzw. zum 31. März nächsten Jahres dicht gemacht werden. Seitdem schlagen die Wellen nun hoch. Heute vor einer Woche gab es eine große Demonstration mit bis zu 2000 Teilnehmern und einer Kundgebung mit Diskussion in Oberwesel. Und heute jetzt sind wir hier, SWR 4 Klartext, in St. Goar. Viel Diskussionsstoff hat das Angebot der Marienhaus ausgelöst. Man bietet ein weiteres Gutachten an, aber auch den Gemeinden die Übernahme des 55% Anteils an den Kliniken zu einem symbolischen Preis durch die Gemeinden. Ich denke, wir werden heute Abend weitere Neuigkeiten dazu erfahren. Ziel kann nur sein, die Kliniken und damit die ortsnahe Gesundheitsversorgung zu retten. Das ist jedenfalls die Ansicht der Menschen. Wir haben dafür fast alle Protagonisten und Protagonistinnen auf dem Podium versammelt. Ich möchte, dass Sie herzlich begrüßen zunächst Sabine Betzing-Lichtentäler, Gesundheitsministerin der Rheinland-Pfalz. Thomas Bungert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar. Er ist Arzt, Facharzt für Orthopädie hier in St. Goar in den Kliniken. Herzlich willkommen. Es ist ein Heimspiel. Wir begrüßen aus Saarbrücken zu uns gekommen Michael Quetting, Pflegebeauftragter im Landesbezirk von Rheinland-Pfalz-Saar, der Gewerkschaft Verdi. Dr. Heinz-Jürgen Scheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus Holding GmbH in Waldbreitbach. Diese Rolle haben Sie schon geahnt, dass Sie die übernehmen müssen. Ja. Frau Betzing-Lichtentäler, Sie haben heute Nachmittag die Loreley-Kliniken besucht, mit den Mitarbeitenden, mit Patienten gesprochen. Wie ist Ihr Eindruck von der Lage im Moment? Ja, also erstmal einen schönen guten Abend und in der Tat, ich bin seit heute Nachmittag hier vor Ort und hatte ein sehr intensives Gespräch auch mit der Mitarbeitervertretung und ich will erstmal sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort im Krankenhaus machen einen tollen Job. Und dafür will ich auch... Und dafür will ich auch erstmal ganz
ganz herzliches Dankeschön sagen, denn wir können in Rheinland-Pfalz, und das gilt auch hier für St. Goar-Oberwesel, unsere gute Gesundheitsversorgung auch vor allen Dingen dadurch sicherstellen, dass wir so engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wie hier vor Ort. Und ich habe in dem Gespräch gespürt, dass auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Verunsicherung herrscht, weil man nicht weiß, wie geht es weiter. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso überrascht waren von der kurzfristigen Entscheidung des Trägers, beide Standorte zu schließen. Das hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überrascht, hat die Bürgerinnen und Bürger überrascht und meine Damen und Herren, auch die Landesregierung, auch ich war im April hier noch vor Ort zugegen, auch uns hat es überrascht. Und es ist eine 180-Grad-Kehrtwendung, die hier vorgenommen wurde, aus den Gründen, die Marienhaus ja auch schon entsprechend vorgetragen hat. Und natürlich stellt sich dann die Frage, was können wir tun? Was und wer kann vor allen Dingen was tun? Wir als Landesregierung haben jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen wirklich zahlreiche Gespräche geführt, vor und vor allen Dingen hinter den Kulissen. Und mir ist eines nochmal ganz, ganz wichtig, auch heute Abend hier zu lassen. Wir stehen nach wie vor zu unserer Förderzusage hier am Standort, für die Standort St. Goar-Oberwesel. Strukturförderung. Ja, wir haben seinerzeit, weil das ist auch Fakt, und das muss man auch sagen, die Krankenhauslandschaft befindet sich im Umbruch, bundesweit. Und deswegen war es auch für uns ganz klar, als damals der Träger sagte, wir schließen die beiden Häuser zu einem Standort zusammen, dies auch zu unterstützen. Und dies auch mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Und diese Mittel, die wir hier reserviert haben, in Höhe von 22 Millionen Euro, werden bei einem entsprechend tragfähigen Konzept, angenommen es kommt jetzt ein anderer Träger, der das vorlegen würde, sind sie auch dafür reserviert. Danke. Ich möchte das gleich weitergeben, sozusagen an den Gegenpart. Herr Dr. Scheidt, Sie sprechen ja für die Marienhaus Holding. Sie haben nach Ihrer Entscheidung, die beiden Kliniken zu schließen, zuletzt Angebote gemacht. Ein weiteres Gutachten zur Prüfung der wirtschaftlichen Situation, allerdings bis Ende November, was ja ein sehr kurzer Zeitraum ist, und auch die Krankenhäuser für einen Apfel und ein Ei, will ich mal sagen, an die Gemeinden zurück zu veräußern. Hat sich da in der Zwischenzeit also etwas Grundlegendes bei Ihnen geändert oder bleiben Sie bei der These, die Kliniken müssen geschlossen werden? Vielen Dank, erst auch mal von meiner Seite, einen schönen guten Abend. Es ist schlicht so, wir stehen in der Verantwortung für den Träger, wir stehen in der Verantwortung auch für Entscheidungen, die diese beiden Klinikstandorte betreffen, bei denen wir schlicht unter Abschätzung der uns ersichtlichen Chancen und Risiken am Ende zu der Entscheidung gekommen sind, wir sehen keine wirtschaftlich tragfähige Zukunft. Wir haben aber nichts zu verbergen. Deshalb haben wir gesagt, selbstverständlich sind wir für Transparenz und die Berechnungen, die diese Entscheidung zugrunde liegen, sind wir gerne bereit, auch noch einmal kurzfristig überprüfen zu lassen. Einfach nochmal sagen, was waren die tragenden Gründe? Es sind zum einen die Notfallversorgung, die Notwendigkeit, die innere Medizin und die Chirurgie nicht weiterführen zu können und schließen zu müssen. Und es sind auch die wegbrechenden Einnahmemöglichkeiten bei dem Flaggschiff dieses Hauses, bei der konservativen Orthopädie. Und in beiden Fällen ist es so, das sind nicht Entscheidungen des Trägers, sondern es sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir vorfinden. Ich sehe das Schild Rendite, Rendite, was zählt der Mensch? Wir stehen in christlicher Verantwortung für unsere meine Damen und Herren, christliche Verantwortung bedeutet auch, können wir Investitionen in Höhe von 32, 33 Millionen oder auch von 17 Millionen für einen Umbau im Bestand wirklich angehen, wenn wir heute schon wissen, dass in der Zukunft die Einnahmen nicht reichen werden, um die Ausgaben finanzieren zu können. Das sind für uns die maßgebenden
Dinge, die uns zu dieser schwierigen Entscheidung geführt haben. Und ich will auch sagen, wir haben das den Bürgermeistern, den Kommunen, den Mitgesellschaftern angeboten, die Gesellschafteranteile zu übernehmen, weil eines ist auch klar, warum müssen wir so ein Tempo machen mit der Entscheidung? Die Gesellschaft wird in diesem Jahr ein Minus von etwa 200.000 Euro haben. Für den Krankenhausbereich sind es 400.000. Es wird in Teilen ausgeglichen durch das Seniorenzentrum. Aber wenn wir nichts tun, wird das Defizit im Krankenhaus Ende nächsten Jahres bei 1,5 Millionen liegen. So sind unsere Prognosen. Und das können wir nicht einfach zulassen, in eine solche Situation hineinzukommen. Das ist aber, das werden Sie auch sagen müssen, das erste Mal, ne, dass hier rote Zahlen entstehen könnten. Das ist ja eine Prognose. Das ist so, weil sich eben die Finanzierungsbedingungen grundlegend geändert haben. In der Vergangenheit konnten die Loreley-Kliniken immer stabile Überschüsse erreichen, weil mit der konservativen Orthopädie, tolle Arbeit, also liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle, die hier sind, das ist so, Frau Ministerin, wirklich ein hochengagiertes Team, ein tolles medizinisches Konzept, das ausgereicht hat, um die Defizite in den anderen Bereichen innere Medizinchirurgie auszugleichen. Das ist für die Zukunft nicht mehr so. Ich will Ihnen ein drastisches Beispiel nennen. Es ist heute im Bundestag in zweiter und dritter Lesung das MDK-Reformgesetz, wie es heißt. Und das belegt unsere Einschätzung, die Risiken werden größer werden, weil dieses Gesetz die Prüfquoten oder die Prüfintensität dessen, was in diesem Haus hier in St. Bois, insbesondere in der konservativen Orthopädie geleistet wird, noch mal stärker auf den Prüfstand kommt, noch mal stärker in Frage gestellt wird. Danke, wir werden das sicherlich alles noch im Einzelnen diskutieren, aber ich möchte jetzt dem Minderheitsgesellschafter als Vertreter hier oben auf dem Podium ist Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Bungert Gelegenheit geben, vielleicht noch etwas dazu zu sagen. Sie sind ja permanent im Gespräch, wurden allerdings von dem Brief auch überrascht.